Schalömchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in Assetto Corsa in der Version 1.16.3. Keine Angst, es wird kein Soundvideo. Ich rede ein bisschen mit euch. Ich möchte euch nämlich was zeigen, was ich gestern Abend per Zufall im Internet gefunden habe. Nämlich zwei Mods für Highlands, also für die schottischen Strecken in Assetto Corsa, mit denen man sehr viel Spaß haben kann. Ihr findet die beiden Mods unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst einfach nur dem Link folgen, euch die Dateien runterladen. Einmal sind es, glaube ich, 800 MB und einmal 100 MB. Und dann müsst ihr die Ordner dort in euer Hauptverzeichnis rein kopieren. Also ihr seht selber, wie ihr es kopieren müsst oder extrahieren müsst. Die Modder haben das super gemacht. Es wird auch nichts überschrieben, also keine Angst, ihr verliert keine Originaldateien und könnt die Sache wieder sauber deinstallieren. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich da einfach sicher bin, dass ich mein Originalspiel nicht beschädige. Also wenn ihr den Content Manager benutzt, dann sowieso, dann ist recht easy. Da könnt ihr wirklich gar nichts falsch machen und auch kaputt machen. Worum geht's? Ganz einfach, man kann hier auf den Highland-Strecken mit Verkehr fahren. Einmal auf der linken Spur oder auch auf der rechten Spur. Ich habe mich jetzt für die linke Spur entschieden. Der Verkehr kommt dann auch entgegen, so wie auf Tacho Hill Climb auch. Allerdings fährt er hier volle Kanne. Also der bremst nicht ab, der fährt nicht an manchen Stellen langsamer und an manchen Stellen schneller, sondern der fährt immer 100%. Deswegen kommt es zu Komplikationen, vorsichtig ausgedrückt. Also ihr solltet den Schaden auch ausstellen. Und das Tolle ist hier an der Strecke, die Modder haben es geschafft, alle überflüssigen Streckenobjekte, die an Rennsport erinnern, zu beseitigen. Also wir haben hier wirklich eine wundervolle Landschaft, die wir genießen können, wenn wir hier in den Sonnenuntergang fahren. Ja, und dazu kam auch, also der zweite Link führt dann zu einer Herbststimmung, zu einer Herbst, wie sagt man, Einfärbung der Strecke, also zu den eingefärbten Bäumchen und auch dieser Nebel, glaube ich, ist nicht rein solmäßig und die Sonne, sondern auch irgendwie von dem Modder verändert, aber mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, deswegen ist ja nur ein Mini-Let's Play, ich habe mich da nicht genau informiert, ich fand die Strecke oder ich fand die Idee einfach nur so klasse gestern Abend, da habe ich mir gedacht, komm, sobald ich Zeit habe, setze ich mich hin und mache ein Video dazu. So, jetzt ist hier gerade tote Hose, deswegen würde ich sagen, gehen wir in die Box und steigen in unsere Corvette ein. Ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder was anderes fahren, ich fahre sehr gerne in Assetto Corsa Porsche. Ja, und heute mal die Corvette. Wir hören rein. Ui. Ups. Ja, ich finde den Sound immer noch zu digital, wie vom Ford Mustang auch. Ah, nee, ist nicht so mein Ding. Aber wir werden schon damit zurechtkommen. So, hier seht ihr jetzt, dass die ganzen Banden fehlen, diese weiß-roten Banden. Wir haben hier noch so Streckenmarshals stehen, aber die sollen uns nicht weiter stören. Wir haben keine hässlichen Nvidia-Banners mehr hier und wir haben wunderbar auf der rechten Seite herbstlich eingefärbtes Laub. Wunderbar. Jetzt hätte ich beinahe vergessen zu schalten. Es ist ungewöhnlich, in so einem Auto mit H-Schaltung zu fahren, aber der Hersteller wollte es so. Und ja, was tut man nicht alles, um das Auto in einem guten Licht dastehen zu lassen. Nee, ich weiß nicht, was ich rede. Ich habe mal wieder Wortdurchfall, wie in den letzten Videos auch schon. So, jetzt sollte uns langsam mal, genau, da kommt schon einer uns entgegen. Wir werden jetzt vermutlich auf unserer Spur erstmal niemanden sehen, weil die jetzt erstmal eine Zeit lang brauchen, um sich auszudehnen. Ich weiß nicht, ob man auch im Rennmodus fahren kann, das habe ich noch nicht getestet. Ihr könnt im Content Manager übrigens die Sichtweite der Scheinwerfer einstellen. Also wenn ihr einen richtig powervollen PC habt, dann könnt ihr... Hui, die fliegen! Die fliegen ja! Dann könnt ihr das so einstellen, dass ihr die Scheinwerfer schon aus weiter Entfernung seht. Ich habe das so eingestellt, dass ich die erst ab 200 Meter oder so auffunkeln sehe. Weil das einfach... Wow, wow! Diese Corvette will nicht lenken. Sie will nicht in Kurven gehen. Hui! Da fliegen sie. Ach schön, sowas freut mich. Ja, was gibt's noch zur Strecke zu sagen? Ja, das ist eine der Situationen, die ich vorher angesprochen habe. Da überholt dann die KI sich gegenseitig und dann hat man ein Problem. Hier kommt der Zwillingsmustang entgegen.
Also was verbesserungswürdig hier noch wäre, wäre, dass es einfach so AI-Hints gibt, so Dateien, in denen festgeschrieben steht, wie schnell die KI an einem bestimmten Ort fahren darf, in einem bestimmten Streckenabschnitt. Auf Tacho Hill Climb funktioniert das hervorragend. Da hat der Michael Hornbuckle damals sich damit beschäftigt und der gute Schnipp, der auch ab und zu hier in den Kommentaren zu finden ist oder zu lesen ist, der hat das Ganze nochmal ein bisschen verfeinert damals. Ich fahre immer noch sehr gerne mit meinem Sohn auf Tacho Hill Climb. So, an dieser Stelle hier drehen die KI-Heinis übrigens um. Ui, okay, zweiter Gang war, glaube ich, ein bisschen fehl am Platze. Und hier drehen sie auch um. Ah, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe gestern nur gesehen, dass sie an der Stelle da drüben umdrehen. Okay, der Lamborghini, huiuiuiui, hat jetzt hier Probleme gerade. Ja, oder dass die hier durch die Stadt nicht durchbrettern wie die Verrückten. Das wäre eigentlich ganz cool, aber ja, so macht es eigentlich echt viel Laune. Vor allem, da diese ganzen Streckenobjekte jetzt weg sind, die so an eine Rennstrecke erinnern. Man hat hier schon das Gefühl, in der schottischen Prärie rumzufahren. Hui! So, gelbe Flagge, genau, wäre mal angebracht vielleicht, wenn da einer einen Abflug macht. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde es ganz cool. Ein bisschen störend ist natürlich, wenn der Gegenverkehr einem mit 250 entgegenschießt, beziehungsweise auf der eigenen Spur einem entgegenschießt. Aber gut, in Schottland weiß man ja nie, was da so passiert. So, wo ist er? Ja, okay. Passt. Also die Corvette ist nicht mein Auto, würde ich jetzt mal behaupten. Reißt mich jetzt nicht vom Hocker, das Erlebnis hier mit der zu fahren. Ich finde ja den Porsche 911 GT3 RS in Assetto Corsa richtig geil, auch vom Sound her. Ich bin gestern Abend auch mal wieder Project Cars gefahren, also Teil 2. Und da war ich mit dem AMG unterwegs, mit der A-Klasse. Oh, 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 oh. Auf dieser Porsche-Strecke. Das war eigentlich auch ziemlich witzig, aber ich war zu müde, um euch mitzunehmen. Zu fertig und ich hätte noch weniger sinnvolles Zeug geredet als heute. Also ihr könnt es euch ausmalen. Also die Corvette empfehle ich absolut nicht. Ich glaube, da muss man einfach ein Liebhaber sein. Und die richtig mögen, das ist nicht so Knorke jetzt hier. Aber es sieht geil aus. Hier gerade das Bild hier mit den Felsen links und den zwei Bäumchen oder Baumgruppen auf der rechten Seite. Macht schon was her. Auch dass sich die Bäumchen im Wind bewegen, finde ich nach wie vor ganz toll. Oh, gestern habe ich wieder was gelesen auf Race Department, Leute. Ich weiß, ich soll ja nicht so viel reden, ich soll auch mal einfach den Mund halten, aber ich kann nicht anders. Mir fällt es einfach gerade ein und ich möchte euch dran teilhaben lassen. Es gab mal wieder eine riesen Diskussion darum, mit welchem Field of View man fahren soll und welchen tollen Monitor man nehmen soll. Also ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, es ist vollkommen egal. Wenn es euch gefällt und ihr Spaß habt, dann ist der richtige Monitor, dann ist das richtige Lenkrad, auch wenn es ein G27 ist oder ein G29 oder wie das neue heißt. Boah. Ja, und Monitor, ich habe einen 24,5 Zoll Monitor, weil ich hier auch arbeite an dem Schreibtisch und ich kann mir nicht so ein Riesending hier drauf knallen. Da ging es eben auf Race Department darum, dass man ja so nicht fahren kann mit einem, also mit einem Bildschirm geht ja gar nicht, mit so einem kleinen. Und ja, doch, geht sehr gut und es macht unheimlich viel Spaß. Ja, es kommt immer drauf an, was man draus macht. So, und mit diesem Fazit möchte ich mich von euch verabschieden. Nee, eigentlich ist kein Fazit, aber ja, wollte ich jetzt mal loswerden. Also jeder so, wie er will und wie er zurechtkommt. Und dann können wir doch alle fröhliche Simracer sein. Hier gibt es leider viele Leute im Simracing-Universum, die so ein bisschen elitär sind. Die da immer so eine Meinung haben von irgendwas und jawohl, so muss es sein und nicht anders. Also vor allem beim Field of View. Nee, mein Field of View ist hier nicht korrekt.
Ich fahre hier mit 35 Grad und ich müsste eigentlich mit 23 Grad fahren. Wenn ich aber mit 23 Grad hier fahre, dann sehe ich gar nichts mehr links und rechts. Dann sehe ich nur noch einen kleinen Realitätsausschnitt und dann, klar, die Geschwindigkeit und der Einblick in die Kurven ist dann korrekt, wenn ich die Kurve dann mal sehe. Aber da muss ich schon richtig in der Kurve drin sein. Und ja, das, ja, nee. So ist gut, so komme ich zurecht. Und da springen sie wieder. Ich hätte gedacht, es reicht. Oder ich habe gedacht, es reicht. Scheinbar nicht. Aber ist ja auch mal cool, mit einem Porsche Turbo zusammenzustoßen. Macht man auch nicht jeden Tag. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich höre jetzt echt auf an dieser Stelle und dann gehe ich noch in Race Room und dann schauen wir uns mal Bilsterberg an. Ich habe ja ein Video online gestellt ohne Kommentar mit dem Porsche 911 Carrera Cup, also mit dem alten, mit dem 964er. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach. Da fahren wir ein bisschen rum. Da bin ich auch gestern Abend noch gefahren im KTM Crossbow. Das hört sich jetzt so an, als ob ich gestern Abend 7 Stunden lang unterwegs gewesen wäre. Nee, ich habe alles so 10, 20 Minuten angespielt. Und ja, nichts wirklich intensiv gezockt. Ich würde sagen, wir fahren in die Box zurück und dann verabschiede ich mich von euch. Ihr habt einen Eindruck bekommen, wie es hier aussieht. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr euch die 900 Megabyte insgesamt runterladen möchtet oder nicht. Ich finde es ganz cool. Achso, ja, ich wollte noch die Zuschauer zeigen. Moment. Ihr habt sie wahrscheinlich schon gesehen vorher. Oh, der Sonnenuntergang hinter uns. Ein wahres Fest. Moment. Oh, jetzt habe ich hier gecrashed. Ja, da seht ihr, wie die Zuschauer einfach in der Luft fliegen, sitzen, schweben. Das machen sie gern. Hier in Schottland. Ich habe übrigens hier noch nicht alle Mitteilungen gelesen, die hier an den Hauswänden sind. Also diese ganzen Banner und so, die irgendwelche witzigen Sachen über die Entwickler beinhalten. Oh, ein Cayman. So, da sind wir doch wieder zu Hause. Ah, herrlich. Ah, ich hätte mir jetzt doch gewünscht, ich hätte ein anderes Auto genommen, aber ich war viel zu negativ jetzt gerade. Wir halten fest. Geile Stimmung auf Highlands. Wir haben Verkehr, der relativ gut funktioniert, bis auf die Ausnahmen, wenn der eine den anderen überholt. Aber ansonsten ist das doch eine solide Sache, oder? Man kann auch gerne zugucken. Am Anfang, diese Anfangssequenz, finde ich richtig geil, wenn man da ein paar sich gut anhörende Autos draufpackt, glaube ich, ist es ganz toll, da einfach mal zuzuschauen, wie die vorbeiballern und sich das anzuhören. Finde ich auch immer schön. Deswegen mache ich ja auch manchmal solche Videos davon. Also, dann vielen Dank fürs Zugucken, probiert die Sachen aus oder auch nicht, wie ihr Bock habt. Und dann bis gleich, würde ich sagen, wenn wir uns in Race Room sehen. Bis demnächst. Tschüss.